Heute treffen sich die Schausteller, die Zeltverleiher, jeder, der mit Vergnügungspark, mit Jahrmarkt, mit Volkfest, mit Verleih, mit Events etwas zu tun hat. Wir Zirkusleute, Theater, Schauspieler, einfach alle, die mit ja, auf der Reise sind. Wir sind eigentlich diejenigen, die im Hintergrund arbeiten, die hinter den Pulten stehen, schwarz in schwarz, vor einer schwarzen Wand, damit wir möglichst nicht gesehen werden. Jetzt müssen wir uns einmal da herstellen und müssen uns ins Licht rücken, um der Regierung zu zeigen, dass wir existieren, wie viele wir sind, wie viele Umsätze wir eigentlich machen und was wir eigentlich für ein großes Gewerbe sind. Wir wollen erreichen, dass wir bald wieder auftreten dürfen. Wir haben ein Auftretungsverbot, also ein Veranstaltungsverbot, und viele von uns rasseln leider durch den Härtefall voll. Wir haben null Einnahmen und wir möchten einfach wieder auftreten. Und irgendwann einmal nach ein paar Monaten geht es an jeden, an die Substanz von jedem Kollegen und von jeder Kollegin. Wir sind ja keine Politiker und wir sind auch keine Innung und keine Gewerkschaft. Wir brauchen jetzt Geld am Konto.